haben die Funktion, die so aussieht, f von x gleich 3 halbe x Quadrat plus 2x minus 1. Und wir möchten diese Funktion in die Scheitelform bringen und vielleicht dann auch in GeoGebra prüfen, ob wir es richtig oder falsch gemacht haben. Das Wichtigste ist, wir gucken erstmal, was uns diese Kombination gibt. Sehen wir hier eine binomische Formel? Anscheinend nicht. Die erste Aufgabe, die wir dann haben, ist aus diesem Teil, aus diesen zwei Termen, irgendwie künstlich eine binomische Formel zu bekommen. Schaut bitte, wie fangen wir an? Wir klammern erstmal 3 halbe aus und den Rest schreiben wir dann in quadratischen Klammern. Wenn ich hier 3 halbe ausklammer, da bleibt x hoch 2. Wenn ich von 2x 3 halbe ausklammere, das bedeutet genau dasselbe, als würde ich zum Beispiel 2x geteilt durch 3 halbe rechnen. Oder anders gesagt, 2x mal 2 Drittel oder 4 Drittel x. Das heißt, das, was hier an der zweiten Stelle bleibt, wenn wir 3 halbe ausklammern, das sind dann 4 Drittel x. Klammer zu. Und minus 1. Okay, was kann man damit machen? Sieht es wie eine binomische Formel? Noch nicht. Aber wir wissen, bei einer binomischen Formel sollte Folgendes stehen. X² plus 2 mal irgendeine Zahl mal x plus diese Zahl hoch 2. Was könnte hier für eine Zahl stehen, damit wir hier zweimal irgendwas schreiben und es genau 4 Drittel ergibt? Das ist natürlich, schaut bitte, nichts anderes als 4 Sechstel. Da sind 4 Sechstel. So. Damit die richtige binomische Formel entsteht, müsste hier natürlich auch 4 Sechstel hoch 2 stehen. Wir haben das überhaupt nicht vorhanden. Deswegen machen wir einen Trick. Ich zeige sofort. Bevor das passiert, schaut bitte. 4 Sechstel ist nichts anderes als 2 Drittel. Wir haben einfach mit 2 gekürzt. Deswegen machen wir jetzt Folgendes hier. Gleich, es geht weiter. 3 halbe mal x Quadrat plus 2 mal statt 4 Sechstel 2 Drittel mal x plus 2 Drittel hoch 2. Und da ergibt sich eine tolle binomische Formel. Und damit nichts verändert wird, mache ich jetzt Folgendes. Ich habe künstlich 2 Drittel hoch 2 dazu addiert und subtrahiere genau dasselbe. 2 Drittel hoch 2.
Jetzt Klammer zu und minus 1. So, damit wir merken, das ist alles natürlich, das ist alles, ja, unsere Hilfe. Das hat mit unseren Berechnungen nichts zu tun. Und wir gehen hier einfach weiter. Gleich. Mir ist wichtig, endlich habe ich x hoch 2 plus 2 mal 2 Drittel x plus 2 Drittel x hoch 2 ist nichts anderes als eine schöne binomische Formel. Und die sieht so aus. Ich schleppe natürlich die ganze Funktionsformel mit, damit ich nichts verliere. Ich denke die ganze Zeit an die Funktion. Das ist meine binomische Formel, die erste binomische Formel. X plus 2 Drittel, Klammer zu, hoch 2. Was ist hier geblieben? Geblieben ist natürlich Minus, weil Minus vorne steht, 4 Neuntel. Ich quadriere natürlich 2 Drittel. 4 Neuntel. Klammer zu, minus 1. So, das ist ein wichtiger Schritt. Wir gehen ein bisschen nach vorne und betrachten jetzt das, was wir bekommen haben. Jetzt haben wir binomische Formel und müssen dann alles sozusagen zurück ausmultiplizieren. Diese Zahl mal Klammern und diese Zahl mal minus 4 Neuntel. Erst dann kann ich das Ganze ohne quadratische Klammern schreiben. Bisschen umständlich, aber so läuft eben diese quadratische Ergänzung. X plus 2 Drittel hoch 2 minus, und hier minus vorne bitte nicht vergessen, minus 3 halbe mal 4 Neuntel. Und minus 1. Jetzt habe ich alles ausmultipliziert, kann ruhig ohne Klammern schreiben. Bevor es weitergeht, muss ich hier natürlich kürzen. 3 und 9. 1, 3. 2 und 4. 1, 2. Die Zahl, die ich hier bekommen habe, ist auch nichts anderes als minus 2 Drittel. Schreiben wir es nochmal. Schreiben wir nochmal, bevor wir die fertige Formel erhalten. 3 halbe x plus 2 Drittel, Klammer zu hoch 2. Und jetzt minus, schau bitte, minus 2 Drittel minus 1. Ergibt zusammen das, was wir hier haben, minus ein ganzes 2 Drittel. Natürlich minus ein ganzes 2 Drittel. Ehrlich gesagt, ist das, was wir jetzt bekommen haben, nichts anderes als eine Scheitelform der quadratischen Funktion. Wow! Das haben wir jetzt, wo die Zahl d nichts anderes ist als minus 2 Drittel und die Zahl e nichts anderes ist als minus ein ganzes 2 Drittel. Und wir können jetzt sofort den Scheitelpunkt der Funktion bestimmen. Der Scheitelpunkt ist dann natürlich minus 2 Drittel, minus ein ganzes und 2 Drittel. Wenn jemand gemischte Zahlen nicht mag, kann natürlich dann minus 5 Drittel schreiben. Dieser Punkt
haben wir bekommen, diesen Punkt und diese Funktion ist da. Wir können dann letztendlich als Ergebnis stolz schreiben, 3 ÷ x² + 2x - 1 = 3 ÷ x + 2/2 / 2 - 1 ÷ 2 / 2. Allgemeinform, Scheitelform, bitteschön. Und jetzt kommt unser Know-how sozusagen. Wir möchten in GeoGebra unsere Ergebnisse überprüfen. Also, GeoGebra und sofort. Hier wird geöffnet. Jeder von euch kann das auf eigenem Handy ruhig machen. Das haben wir schon mehrmals gemacht. Und hier bei GeoGebra brauche ich natürlich Koordinatensystem, das wäre nicht verkehrt. So. Und gebe dann die Funktion f von x ist, was haben wir gesagt? 1,5 oder 3/2. Bitte nicht vergessen, GeoGebra kennt keine Kommazahl, es ist dann 1,5 für GeoGebra, mal x hoch 2, dann plus 2x und minus 1. So war unsere Funktion. Wir schauen bei Algebra-Ansicht, wie es dann aussieht. Genau so sieht's aus. So sieht's aus. Und ja, tatsächlich ist der Scheitelpunkt hier irgendwo sehr wahrscheinlich. Sehr wahrscheinlich da, wo ich möchte. Aber ich möchte wirklich sicher sein, dass es nichts anderes ist als minus 2 Drittel und minus 5 Drittel. Ja? Das heißt, ich kann in GeoGebra dann den Scheitelpunkt so berechnen. Extremum von, und ich gehe dann zu meiner Funktion f. Mehr will GeoGebra nicht. F. Ha, schaut bitte. Der Punkt A. Ein toller Punkt ist da. Was ist das für ein Punkt? Wir können den sogar umbenennen, damit es wirklich sehr authentisch aussieht. Das ist unser Scheitelpunkt. Und dieser Scheitelpunkt ist nichts anderes als minus 0,66666 oder minus 0,67, das heißt minus 2 Drittel und minus 1 Ganzes und 2 Drittel. Das heißt, wir haben alles sehr schön gemacht. Wir haben unsere Aufgabe richtig gemacht und ich gratuliere uns. So, wenn ihr Fragen habt, dann bitteschön Kommentare schreiben. Alles wird beantwortet. Danke für eure Aufmerksamkeit.